Direkt nach dem Auspacken und Laden des Garmin 810, also Edge 810, erscheint folgendes Menü. Ich schalte ihn an. So, hier haben wir erstmal die Möglichkeit, die Sprache einzustellen. Tippen wir einfach direkt auf das Display. Hier bestätigen wir das, was wir möchten. Einheitsformat möchten wir auch metrisch und Meter. Zeitformat 24 Stunden. Bei mir Geschlecht ist männlich. Mein Alter, na, etwas mehr. Gewicht, na, das kann dauern. Genau. Na, kann man nicht übertreiben. So, Größe, entsprechend des Gewichts natürlich auch etwas mehr. So, was wollen wir? Aktivitätsprofile, Fahrradprofile, Bluetooth, Einstellungen. Bei den Fahrradprofilen können wir halt für verschiedene Fahrräder Profile erstellen. Für das Aktivitätsprofil, ja, da stellen wir halt ein, was wir am liebsten machen, wandern, Fahrradfahren oder sonstige Sachen. Und bei den Bluetooth-Einstellungen natürlich können wir die Verbindung mit unserem Handy herstellen. Ich schaue jetzt mal kurz rein, was uns das Fahrradprofil bietet. Bike 1, wie man da oben schon sieht. Hier können wir unser erstes Fahrrad wählen und Einstellungen vornehmen. Das ist natürlich unheimlich viel, was wir einstellen können. Das ist das Symbol für zurück. Aktivitätsprofile. Tipp, neue Aktivitätsprofile hinzufügen, um während der Natur eindeutige Aktivitätseinstellungen zu erstellen. Okay, dann gucken wir mal. Eigentlich sollte das ja auch schon in Deutsch dastehen. Fahrer, Trainingseinheiten, Navigation, Autopause, Autolab. Also da wird es auf jeden Fall weitere Tutorials geben, weil das ist ja doch sehr umfangreich. Da schaue ich mir selber erstmal nochmal ganz genau die Bedienungsanleitungen an und die Bluetooth-Einstellungen. Das können wir dann hier aktivieren. Eigener Name, der übertragen wird, der dann auch auf dem Handy zu sehen ist. Und hier können wir unser Smartphone dann anschließend auch mit koppeln. Das kommt auch in einem späteren Tutorial. Ich wollte euch erstmal nur zeigen, was passiert oder wie es aussieht, wenn ihr euer Garmin Edge 810 erstmal einschaltet. Ich bestätige es jetzt erstmal. Dann haben wir diesen Bildschirm und können entsprechend auch unser Fahrrad hier einstellen, unser Bike, was wir eingestellt haben, falls wir verschiedene Fahrräder haben mit verschiedenen Durchmessern der Räder und so weiter. Hier lassen sich Einstellungen vornehmen, Einstellungen, hier kann man die Karten anzeigen und hier kann man sich auch Routen anzeigen lassen. Alles klar. Das war's erstmal. Bis dahin. Ciao.